Was bedeutet Genuss für die Vorarlberger? Regional, frisch und raffiniert sind nur einige Stichworte dafür. Aber eines prägt die heimische Genusskultur besonders: die Qualität. Zahlreiche Betriebe pflegen das kulinarische Kulturgut und machen Vorarlberg zu dem Genussland, für das es bekannt ist. Einer davon ist das Tschofen in der Alpenstadt Bludenz. Das familiäre Stadthotel begeistert seine Gäste seit der Eröffnung 2018 mit einer spannenden Genussvielfalt. Ein Blick in die Speisekarte zeigt, hier trifft Bewährtes auf Neues. Neben dem Qualitätsanspruch zählt für das Team vor allem die Verbindung von heimischen Traditionen und neuen Ideen. Also ich glaube, das Spannungsfeld zwischen Tradition und Innovation zieht sich bei uns eigentlich durchs ganze Haus, also von der Architektur bis zum Küchenkonzept. Bei uns merkt man, dass man mit Herzblut dabei ist. Bei uns ist eigentlich die ganze Familie mehr oder weniger beteiligt. In unserem Genusskonzept zählt in erster Linie Nachhaltigkeit und Regionalität. Das Hotel als Gesamtpaket ist sehr umfangreiches, weil also das Restaurant ist der eine Teil, aber es sind natürlich die Zimmer bzw. die ganze Architektur, die wirklich sehr gut gelungen ist, und das hört man auch immer wieder von den Gästen, also sei es jetzt im Restaurant oder im Hotel. Also man kann natürlich im Restaurant entsprechend genießen, aber eben natürlich auch in den Zimmer bzw. im Saunabereich, der klein, aber sehr fein ist. Der ist übrigens auch öffentlich zugänglich. Genussmomente erlebbar machen. Dieses Konzept beginnt mit den kulinarischen Highlights im Restaurant und endet im hauseigenen Café. In gemütlicher Atmosphäre gibt es hier ein Stück gelebte Kaffeehauskultur. Und die ist ein gesellschaftlicher Anziehungspunkt im Ort. Es gibt natürlich auch bestehend schon Kaffeehauskultur in Bludenz, aber die Valentina ist ja auch eigentlich einige Jahre in Wien tätig und hat das ein bisschen dort von dieser Wiener Kaffeehauskultur im Prinzip mit hergebracht, und das möchten wir da auch umsetzen. Was das Tschofen so außergewöhnlich macht, ist einerseits der Genuss und andererseits die Liebe zum Handwerk. Das denkmalgeschützte Stadthaus mit seinen liebevoll gestalteten Zimmern versprüht einen ganz eigenen Charakter. Also wir sind ja da im alten Geschäftshaus von der Familie Tschofen. Unsere Vision war eigentlich von Anfang an, dass es ein Haus für alle wird, dass man das Haus zugänglich macht für Bludenzer und Bludenzerinnen, für die gesamte Region. Also ich glaube, der Vorarlberger ist schon sehr ein Genießer. Unser Genusskonzept ist so eigentlich ausgerichtet, dass wir schon sehr stark auf regionale Produkte Wert legen. Gäste schätzen das wirklich sehr, weil es bei uns halt eben das eine oder andere gibt, wo man halt sonst eigentlich nicht so kriegt. Und das ist natürlich schon ein großer Vorteil, und da kann man unsere Küche sicher rausheben und die Köche entsprechend loben für das Jahr.